Benny, hi, herzlich willkommen zu dem Schiri-Schätzduell. Die Regeln kennt ihr, wir legen einfach mal los. Wie viele aktive SchiedsrichterInnen sind aktuell beim DFB angemeldet? 50.000 sagst du, es sind 50.241. Boah, stark. Was sagst du? Das ist so. Das 1:0 für Harm. Sehr nah dran, wow. Stark. Du hast die Fragen aber vorher nicht irgendwo gesehen, oder? Nein. Wirst du wahrscheinlich bei der zweiten Frage auch merken. Okay, Frage Nummer 2. Wie viele aktive SpielerInnen hatte der DFB in all seinen Ligen in der letzten Saison? 4.500.000, es sind mehr als 2 Millionen, also 2,2 oh, ja. Millionen. Das heißt, dass das 2:0 für Harm. Gerade so bei. Beider könnte man, glaube ich, nicht auseinanderliegen. Frage. Wie hoch ist der Torrekord eines Spielers in nur einem einzigen Bundesligaspiel? Haben Sie seine Antwort schon? Und bitte? Es sind 6 tatsächlich. Oh. Das heißt. Was hast du 6? Ein Punkt für Benjamin. Dieter Müller für Köln in der Saison 77-78. Wer weiß das nicht? Beim 7:2 gegen Werder. Frage Nummer 4. Seit wann gibt es das örtliche DE? Jahr 2000, Jahr 2006. Es war 1998. Das heißt, Harm bekommt den nächsten Punkt. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. 3:1. Aber du hast dafür einmal richtig getroffen. Den Ehrentreffer hole ich mir noch. Welche Nummer hat die deutsche Nationalmannschaft laut einem Fangesang und einem Peter-Wackel-Song? Wären wir mal nach Malle gefahren, ne? Dann hätten wir es gewusst. Ja. Dann zeig mal. Es ist die Nummer 1. Ja, überhaupt nicht meine Welt, aber so. Jackpot. Punkt für Benni. Wenn Benni einen Punkt macht, dann immer ein Volltreffer. Dann aber richtig, ne? Dann immer exakt. Alles klar. Und wie heißt der Song? Die Nummer 1 Nummer 1 der Welt sind wir. Gut. Okay. Starker Glückwunsch. Starkes Match.